Moin Moin, wir sind weitergezogen, sind jetzt bei Steiner am Stand. Neben mir steht der Christoph, der macht über Manfred Alberts den Vertrieb für Steiner. Und wir sind jetzt einfach mal hier, viele kennen die Ranger Zielfernrohrlinie. Wir sind einfach mal da, um einfach mal zu wissen, was muss man wissen über die Ranger Zielfernrohrlinie, wenn man sich ein neues Zielfernrohr kaufen möchte, was gibt es da einfach für ein paar Daten, die einfach up-to-date sind. Christoph. Ja. Hallo Laura, freut mich, dass ihr bei unserem Stand seid, dass ihr uns besucht habt und wir zusammen ein Video drehen. Zur Ranger Zielfernrohrlinie gibt es Folgendes zu sagen. Wir bieten 4 verschiedene Modelle an, angefangen beim 1 bis 4x24, das passende Jagd für die Drückjagd, das passende Glas für die Drückjagd. Dann haben wir ein universelleres Glas, 2 bis 8x42, kann ebenfalls für die Bewegungsjagd verwendet werden oder für den frühen Dämmerungsansatz. Dann bieten wir an das 3 bis 12x56 als reines Nachtglas. Und für weitere Entfernungen bieten wir an ein 4 bis 16x56. Alles klar, also der komplette Bereich jachtlich abgedeckt. Und jetzt gibt es ja ein neues Gear, was Steiner rausgebracht hat. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit über Ballistic Control einerseits das, glaube ich, 3 bis 12x56 entweder ohne Ballistic Control zu haben oder mit oder halt beim 4 bis 16. Aber ihr gibt auch die Möglichkeit, Kunden, die schon das Glas gekauft haben, sozusagen nachzurüsten. Ja, wir bieten Folgendes an. Das gibt es seit Ende letzten Jahres. Ein Set, wo ich die Möglichkeit habe, das Ranger 3 bis 12x56 oder 4 bis 16x56 direkt mit der ASV zu kaufen. Die ASV besteht aus einem Deckel und entsprechenden 4 Ringen, wo der entsprechende Geschossabfall voreingestellt ist. Ich wähle für mein Kaliber den entsprechenden Ring aus, schieße das Glas auf 100 Meter Fleck ein und kann dann auf 200, 300 bzw. 400 Meter die ASV einstellen, damit sie passend für mein Geschoss ist. Alles klar. Und das geht auch ganz einfach. Wir sehen ja hier oben die 2 Schrauben. Du hast ja eben schon erzählt, der Schraubenzieher wird mitgeliefert. Das heißt, ich muss die Waffe oder ich muss jetzt meinen Zielfernrohr nicht unbedingt zum Büchsenmacher weggeben, um das zu ändern, sondern ich bekomme dieses kleine Set einfach dazu, kann hier oben die 2 Schrauben werden, nehme den normalen Deckel an, passe den Ring, den ich mir ausgesucht habe, für mein Kaliber, kommt mit drauf, macht die Schrauben wieder zu und das war's dann eigentlich. Ja, es ist also wirklich jeder Laie in der Lage, diese Abziehen-Schnellverstellung nachträglich an seinem Zielfernrohr anzubringen. Eine entsprechende Bedienungsanleitung wird mitgeliefert, wo genau beschrieben wird, wie dieser Vorgang zu machen ist. So, um nochmal auf das Ranger zurückzukommen. Und zwar, da haben wir eben schon mal, wenn man auf der Messe ist, viele fragen sich einfach, wie Steiner möglich, weil wir sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist, glaube ich, sogar Preis-Leistungs-Sieger geworden dieses Jahr von. Wie ist es möglich, sozusagen, dass Steiner als deutscher Hersteller sozusagen einfach 4 Top-Gläser zu den Preiskonditionen anbieten kann? Ja, es ist also so, dass ich gerade auf Endverbrauchermessen sehr häufig gefragt werde, wie ist die Firma Steiner in der Lage, ein Zielfernrohr mit der Leistung in dem Preissegment anzubieten. Wie auch nicht jedem bekannt sein wird, ist, dass die Firma Steiner, genauso wie die Firma Burris aus den USA, als Optikfirmen beide zur Beretta-Gruppe gehören und beide Optikfirmen arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Die Steiner-Linie, die Ranger-Linie wurde in Deutschland designt und entwickelt. Und man hat aber aufgrund großer Stückzahlen, die bei Burris in den USA produziert wird, gesagt, okay, wir lassen diese Zielfernrohrlinie in Denver, Colorado bei der Firma Burris produzieren. Und dementsprechend ist man in der Lage, dieses Zielfernrohr zu diesem Preis anzubieten. Nachdem das Gerät produziert wurde, kommt es nach Deutschland zurück zur Firma Steiner und geht dort entsprechend in die Qualitätskontrolle. Ja, also einfach da in dem Fall, ich glaube, es sind insgesamt 6 oder 7 Firmen, die wir auch am Manfred-Albert-Stand haben, die von der Beretta gut vertreten werden. Einfach mal so ein bisschen das Geheimnis gelüftet. Ranger designed, Steiner gefertigt in den USA zur Kontrolle, aber wieder nach Deutschland zurück. Noch eine Frage, Gewährleistung auf die Gläser. Wie lange gibt die Steiner? Wir bieten 10 Jahre Garantie. Auf die Ranger-Zielfernrohre, auf die Elektronik 2 Jahre Garantie, wie das bei jedem anderen Hersteller auch üblich ist.
Wichtig für den User ist auch zu wissen, dass der komplette Service in Bayreuth bei der Firma Steiner stattfindet. Alles klar. Gut. Dann glaube ich, haben wir alles Wesentliches durch. Wenn ihr selbst noch Fragen habt, die wir wahrscheinlich einfach auch mal vergessen haben oder einfach mal auch jetzt aufgrund der Länge des Videos einfach mal so ein bisschen hinten runterfallen, dann kommt vorbei. Steiner ist bis Sonntag hier. Der Christoph ist auch bis Sonntag hier. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch die Zielfernrohrlinie angucken wollt oder wenn ihr einfach mal Bock habt, euch die Ballistic Control anzugucken, weil ihr einen Steiner zu Hause habt und nachrüsten wollt, dann kommt vorbei. Der Christoph wird sich freuen. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein durften, Christoph. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank. Alles klar. Moin.